Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Schwarz Randomizer Nuzlocke. Ja, aber am letzten Mal sind wir in Panaero City stehen geblieben. Und ich habe an meinem Team was gemacht. Und zwar habe ich Martifol mal rausgenommen für Zoroark. Was wir ja schon ziemlich lange haben, aber ja, bisher noch nicht im Team war. Und ich habe mir gedacht, wegen dem nächsten Abschnitt und da ich mein Martifol ja sowieso nicht unbedingt für die nächste Arena gebrauchen kann, werde ich das einfach mal reinnehmen. Wieso auch nicht, ne? Erleichtert uns vielleicht ein paar Kämpfe später noch. In dem Turm, denn da gibt es ja einige Geister-Pokémon. Warst du eigentlich ein Trainer? Nein, okay. Du warst auch kein Trainer, dafür bewegst du dich zu sehr. Oh, okay, Ladestrahl, sehr schön. Sehr schön, so. Erster Trainer, was hattest du? Ich weiß es nicht mehr, ich gehe einfach mal auf Ampharos, wieso auch nicht. Und kämpfen gegen dich. Show me your move, mein Freund. Der Backpacker, ja. Und was hast du? Enzo mit einem Grillcheater, okay. Grillcheater, ja, das Bonzen-Pokémon unter denen anscheinend, so wie das hier rumsteht mit seinem Pelzkragen da oben. Und dann noch schön, hier, guck mal, meine Finger. Ja, da sind so viele Ringe dran, ne? Ja, guck mal an, ich bin so reich. Und ja, momentan, ich hoffe, man hört es wieder nicht. Unser Hund ist mal wieder am rumjaulen, weil meine Eltern beide gerade weg sind. Es ist manchmal echt nicht schön mit den beiden hier. Ja. Ah, dann müssen sie das durch und wir konzentrieren uns erst gar nicht darauf. Also ich konzentriere mich gar nicht darauf. Ihr dürftet das eigentlich auch gar nicht erst hören. Von daher kann es euch ja eigentlich auch egal sein. Okay, komm. Kack drauf, wir haben die Kohle. Supertrank, los. So, ich glaube, in dem Haus war nur ein Trainer, der irgendeinen Tausch hatte, oder? Picochilla gegen Sedimantur? Emolga gegen Sedimantur, okay. Habe ich aber nicht. Also, nö. Würde ich machen, weil Sedimantur ist deutlich cooler als Emolga. Aber, ja. Ich habe keins, also nö. Oh, wir haben ja auch einen Schutz. Nein, nicht Sonnenstein. Schutz. Ich will den Schutz sprühen, Mann. Hallo, du da. Seid ihr die obligatorischen Ninja-Jungen aus der vierten oder auch dritten Gen, die sich immer schon getarnt haben? Ja, eigentlich nicht. Ihr seid nur Teenager. Oh, Mebrana, nein. Da kann ich Ampharos schon mal vergessen. Und oder warte mal, war Mebrana Boden? Ich weiß es nicht. Ich will es auch nicht riskieren. Ich weiß, dass Branawart ein Boden-Wasser-Pokémon ist, aber war mit Brana schon eins? Ich glaube ja, aber ich bin mir nicht sicher. Immer diese Unwissenheiten hier, ne? Schlimm. Kommt halt davon, wenn man Pokémon nicht mehr so viel spielt, ne? Wie früher noch. Früher, muss ich sagen, habe ich so gut wie nur Pokémon gespielt. Es gab kaum was anderes als Pokémon und vielleicht noch Mario. Wobei, als Kind hatte ich halt nur ein Gameboy, später noch ein DS. Beim DS hat es dann auch mal angefangen, mal ein bisschen mehr Variationen zu geben. Was die Pokémon anging, die ich hatte. Die Spiele anging, die ich hatte. Aber beim Gameboy, meine ich, hatte ich so gut wie nur... Das könnte wehtun. So. Tat gut weh. Serapenta ist ein cooles Pokémon, ne?
Ja, ich hatte halt so gut wie nur Pokémon-Spiele, ne? Wir hatten früher zwar auch mal einen N64, aber den haben meine Eltern halt irgendwann mal verkauft gehabt, wieso auch immer. Schnuthelm. Wechsle ich mal auf Bottled. Und Steinhagel ist zu Tode, ja. Also beim N64 hatten wir noch so Spiele wie Mario Kart 64, Super Mario 64. Und ich glaube irgendwelche anderen Spiele auch noch, an die ich mich aber nicht mehr erinnern kann. Also ein paar Games hatten wir damals schon. Wir haben nicht nur Pokémon gespielt, war aber eigentlich tatsächlich so das Hauptspiel, was wir gespielt hatten. Andere Konsolen hatten wir damals auch nicht. Also wir hatten nie eine Xbox oder PlayStation gehabt damals. Hauptsächlich Nintendo-Kinder. Gegengift da. Und der nächste Kleine. Entsprechend habe ich dann eben auch nur, ja, Pokémon und sowas gespielt gehabt, ne? Ich weiß noch, dass ich zum Beispiel, ja, Smaragd habe ich die Liga gewiss 20 Mal gemacht oder so. Dafür habe ich mich, glaube ich, nie in die Kampfzone damals gewagt. Aber ja, so Trainer wie Troy hatte ich damals noch besiegt. Da weiß ich noch, dass ich immer gegen dieses Kameraduo da trainiert hatte, weil irgendwie ich hatte keine bessere Trainingsmethode gefunden. Entsprechend bin ich dann immer den Beinen hinterhergejagt. Die waren ja immer an 3 Punkten. Und hatte dann eben, ja, mit denen trainiert gehabt. Weil ich dann halt gegen Troy mal ein Pokémon auf Level 90 oder so. Ich meine, er war selber ja auf Paar 70. Also er war unter Rot. Er war unter Trainer Rot. Feuerrot, da hatte ich glaube ich schon ein... Ich hatte einen Glurak vor Major Bob Kampf. Weil ich glaube ich als kleiner Bube halt immer nur meinen Starter eingesetzt hatte. Mal hier gab es einen Trainerkampf, genau. Na komm, Zorok, du kannst auch mal kämpfen. Wieso denn auch nicht? Zeig mir deine Power! Oh nein, ein Reihumkampf. Ja, gut. Ja, Flitziamo wird ja ganz gut mit Zoroark gehen. Das ist die Frage, ob er wechseln würde. Ich wechsle mal auf Ampharos. Okay, Mogelhieb. Genau, darauf solltest du auch wechseln. Das ist schon mal gut. Gedankengut ist natürlich nicht so toll. Ich hoffe mal... Nein, Anziehung. Wieso? Bitte komm durch. Oh, Mann. Jetzt wechselt er wieder auf seine hässliche Miezekatze. Wo aber zumindest ja, die Vernarrtheit nicht wirkt. Mal, wir haben Strepoli. Weckruf. Okay, er wechselt nicht auf sein Flitiamo, das ist schon mal gut. Und Schuss Katze. Meine Güte, bist du hässlich. Na gut, es geht eigentlich, oder? Schnurrgast ist deutlich hässlicher. Ja. Und Nachthieb. Warum wechselst du jetzt rum? Hat er Produkte, dass ich wechseln will? Ah, Zorak ist so ein cooles Pokémon. Egal was er macht, er stirbt. Nachthieb killt alles.
Dann guck, Maler sollte jetzt eigentlich auch drauf gehen, aber da wechsle ich einfach mal zur Sicherheit. Oh, Steinhagel. Für Steinwurf natürlich. Da wechsle ich, denke ich mal, jetzt aber auch wirklich mal kurz zu Strepoli. Und setze den... Oh, ja, dann setzt er Fußkick ein. Ey, dein Ernst? Galanterie, das ist irgendwie auch so eine Attacke. Da weiß niemand wirklich, was bringt die, was macht die. Also, ich weiß nicht, das ist eine seltsame Attacke. Elektroball. Macht das bei dir Sinn? Je höher die Initiative des Anwenders. Okay, nee, das macht gar keinen Sinn. Ampharos ist ein langsames Pokémon. Da macht so eine Attacke leider nicht ganz so viel Sinn. Ich weiß jetzt aber auch gar nicht, was Level Cap war. Geh erstmal kurz hier hoch. Bei dem Haus kann man Pokémon heilen. Ne, ich glaube von dir nicht. Von ihr hier müsste das sein. Genau, okay. Spare ich mir zumindest den Weg zurück ins Pokémon Center. Das ist schon mal gut. So, ist das hier eine neue Route? Warum ruft mich meine Mutti jetzt an? Oder wer auch immer. Mutti, Besuch? Ja. Hallo, Sky. Ich bin's, deine Mutti. Wie geht's dir denn so? Auf Route 7 bist du gerade unterwegs? Mach keine Sachen. Da hast du ja schon einiges an Weg hinter dich gebracht. Aber sag mal, passt du mir auch schön auf deine Pokémon auf? Ohne sie wärst du nicht so weit gekommen. Das hast du alles deinen Pokémon zu verdanken. Also behandelst du auch dementsprechend. Hoppla, das kam gerade etwas strenger, über was es gemeint war. Da hat sich wohl der Trainer mir zu Wort gemeldet. Na gut, ich lege mal auf. Okay, hier ist leider keine neue Route, also auch kein neues Pokémon. So, Zorak, du kannst eigentlich mal vorne bleiben. Wir lassen die Route daneben erstmal aus. Also da rechts, wo wir gerade eben waren. Da gehen wir dann hin, wenn wir noch ein bisschen Luft haben, was Level angeht. Picochilla, okay. Los, Fake Blade. Zorak ist echt ein cooles Pokémon. Auch die Fähigkeit ist eigentlich ganz nett. Ich meine, man findet es relativ schnell heraus, wenn man sieht, was er für Attacken einsetzt oder man es eben selber angegriffen hat. Aber ansonsten ist es eigentlich eine nette Fähigkeit, oder? Gut, ich glaube, Zorak ist jetzt auch nicht gerade so, dass Pokémon im höchsten Tier im Competitive. Holicorn, okay. Aber es hat Style, es sieht cool aus, es ist ein an sich gar nicht so verkehrtes Pokémon, denke ich mal. Hat eine coole Fähigkeit, also es hat Style und das Geld, so wie das Skill Cheater vorhin, ja. Kann Photonen bzw. Abmurai Nachthieb lernen? Das weiß ich gar nicht, glaube nicht. Weil so hätte man zumindest dann den Eindruck, okay, das könnte nur echt sein. Das könnte auch ein normales Photonen sein. Weil auf Level 31 eher weniger. Also das könnte man schon voraussehen, denke ich mal. Ja, so da Cheetah, das, was ich am hässlichsten von den drei finde. Vegi-Cheetah finde ich eigentlich noch am coolsten vom Design her. Aber so da Cheetah, Grill-Cheetah und... Wow. Am besten noch Vegeta. Das finde ich vom Design her noch in Ordnung. Nabitaub, ja, eigentlich würde ich drin bleiben wollen, aber ich ist mir zu riskant. Deshalb setze ich mal Bottles ein. Und einen kleinen Maulwurf, der ja von Gruntilda gekillt wurde im Tui.
Ja, Banjo und Kazooie, beziehungsweise Banjo-Tooie, beides eigentlich auch coole Spiele. Kazooie hatte ich ja mal in einem Stream angezockt gehabt, aber leider nie weitergemacht. Wäre ich auch mal so ein Spiel, was ich gerne machen würde, aber einerseits... Ja, man weiß halt diese ganzen alten Spiele und auch diese alten N64-Spiele allgemein, die sind... In der Regel halt nie so wirklich beliebt bei den meisten. Sei es, weil die Leute die Spiele erst gar nicht kennen oder sie einfach zu alt sind. Ich meine, selbst Mario 64, was eigentlich fast jeder kennen sollte. Hier gibt es auch Wilde Folico. Ist jetzt kein so Spiel, wo ich sagen würde, das wäre jetzt ein Game, wo man garantiert tausende Leute mitfinden lässt. Hm, Quappo gäbe es hier auch. Zum Glück ist Bladefest schnell. Nicht Blade, Zoroark. Ey, komm! Was ist denn das hier für ein Counter-Raid? Oh, hier gäbe es Feuerriegel. Das hätte ich auch genommen. Das hätte ich in der Tat auch genommen. Mann, die Encounter Rate der 5. Gen, das ist so schlimm. Naja, allgemein, man hat es ja bei mir auf dem Kanal schon mal gesehen, ich mache nicht nur Nintendo-Kram und auch nicht nur Spiele von Nintendo selber, sondern halt auch mal andere Games, ne? Hab schon mal Tomb Raider gemacht, ich hab Bioshock schon gemacht und so weiter. Also, ja, Nier Automata habe ich schon gemacht. Also, es sind schon ein... Oh, Milzer. Es gibt schon einige Games, die ich gerne mal machen wollte noch. Die eben auch nicht nur von Nintendo sind. Also, ich bin kein reiner Poketüber, Mario-Tüber, also Nintendo-Tüber. Da muss man halt dann auch schon sagen, jo, also, ich spiele halt auch gerne andere Games. Und irgendwann, was Pokémon angeht, hat man halt irgendwann auch mal alles durch, ne? Und mit Hex, ja, bin ich zwar an sich auch dafür, auch mal Hex zu spielen. Habe ich ja mit Feuergrün zum Beispiel schon mal gemacht. Aber da würde ich dann fast schon eher sagen, Rom-Hex oder sowas eher in Streams und nicht als LP. Bei Rom-Hex sind halt meistens auch eher auf Englisch und nicht auf Deutsch. Da kommt es dann halt ein bisschen auch auf Verständigung an. Man muss eben auch selber erstmal ein bisschen lesen, wenn man dann zum Beispiel das Spiel blind spielt und man dann halt erstmal herausfinden muss, wo geht es lang überhaupt. Das kommt eben auch dazu. Das war zum Beispiel bei Flora Sky im ROM-Hack so. Okay, war glaube ich nichts mehr. Gehen wir einfach mal in den Turm. So, hier können wir auch noch ein neues Pokémon fangen. Mit wem machen wir das? Gehen wir auf Blade und je nachdem, was für ein Pokémon wir encountern, kann ich ja wechseln. Nein, will nicht mit dir reden. Können wir unten auch schon Pokémon encountern? Weiß ich gar nicht. Spätestens ab hier oben aber schon. Das wollte ich jetzt auch schon vorher mal machen. Okay, ein Encounter. Und wir bekommen ein Somniarm. Ja. Man merkt, ich freue mich nicht. Da hätte ich mir was Exotischeres eher erhofft, muss ich sagen.
Weil Somniam ist halt ein Pokémon, das man regulär in der 5. Generation fangen kann, ne? Ja. Yeah. Kleiner Fun Fact, Somniam gab es schon zur 1. Generation, glaube ich. Kam aber erst zur 5. Generation ins Spiel. Also die Idee für Somniam gab es schon viel, viel früher. Ich glaube, da gab es sogar mal einen kleinen Hinweis zu, wo sie da gesagt haben, irgendwas mit einem Pokémon mit dem Blumenmuster. Das war Somniam. Ja, die Psychos, die haben irgendwie coole Musik. Das muss man dem mal lassen. Psycho-Iri mit einem Picrowlon. Ja, was meinen Kanal angeht und mit Streams und allem Möglichen, da muss ich mir noch ein paar mehr Gedanken machen, wie ich das Ganze dann mache. Wie gesagt, ich möchte eben nicht nur Pokémon oder allgemein Nintendo-Spiele machen. Es gibt zwar noch jede Menge Spiele, die ich gerne machen würde, aber ich will halt nicht alle Nintendo-Games oder so etwas immer nur in Streams machen. Gerade eben neue Games, die auch eine gute Grafik haben. Ich kann halt nur einen HD-Stream. Mit Glück vielleicht noch in 60 FPS, aber das war's dann auch schon. Von daher, ja. Wir haben was gegen Simbolada! Außer gegen die Flugattacken, aber trotzdem. Ist das schön! Wir können ein Simbolada one-shotten. Hat uns ja ganz schön Probleme gemacht, das Teil. Na komm, wir bleiben einfach mal mit dir drin. Wieso auch nicht? Warum machst du Katzengeräusche, meine Liebe? Warum? Göre Heike mit einem Sesokit. Da wechsle ich lieber aus. Sesokit kann Sprungkick lernen. Und das könnte wehtun. Aber Zoroark, was eben nicht so tanky ist. Und es kommt mit Fintern. Okay. Wieso setzt ihr Fliegen ein? Keine Ahnung. Egal. Bodycheck. Okay. Geh sterben. Dankeschön. Wo ist jetzt deine Katze, warum du Miau machst? Ja, keine Ahnung. Mulimorba. Das Pokémon, das exklusiv in der schwarzen Edition gibt. Und Monozyto gab es in der weißen. Gut. Ich würde dann jetzt einfach mal sagen, kommen wir an das Item ohne zu kämpfen. Jo, kommen wir. Sehr schön. Hypertrank. Jo, nehmen wir auch mal mit. Das war's jetzt erst einmal mit Pokémon Schwarz für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst gerne ein wenig Feedback da. Positiv oder negativ bleibt euch überlassen. Gerne mit einer kleinen Erklärung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Part wieder dabei sein werdet. Wenn wir dann den Turm der Ruinen weiter erklimmen. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.